Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP hindran und wir fahren fort mit Let's Play Metroid Prime Remastered. Beim letzten Mal haben wir... Welcher ist das denn? Ich glaube, das ist einer von denen. Haben wir es in die Phazon-Mine geschafft? Ich habe sie nicht unbedingt toll finde. Kein Fan von den Phazon-Mine, aber... Ja, wie es ist. Hat sich hier jetzt ernsthaft da versteckt? Kann ich da durchschießen? Vergiss den. Und heute ist es unsere Aufgabe, hier ja, weiterzukommen. Ja, ich triff dich nicht, du triffst mich nicht. Ist auch trotzdem blöd. Ich erwisch den noch, bevor ich... Sie ist aber eher alarmiert, aber... Was soll's, hätte ich jetzt fast gesagt. Na, hat halt schon einen Schaden, ne? Na komm. Gib mir die Energie zurück, die ihr mir geraubt habt. So. Ach ja. Kein Fan, kein Fan. Also, wo hat er hier rangeschraubt? Plattformsystem aktiviert. Ja, das ist schon mal gut. Wir können nach oben. Und das hier. An alle Stationen Sicherheitsalarm. Lebensform Samus Aran ist auf Talon 4 gelandet. Der Jäger ist unter uns. Alle Einheiten werden hiermit angewiesen, bei Sichtung von Aran unverzüglich anzugreifen. Erlaubnis zur Ausschaltung mit sofortiger Wirkung erteilt. Jegliche Sichtung von Aran ist umgehend dem Sicherheitskommando mitzuteilen. Tja, vielleicht, wenn die zuerst sagen, dass sie uns gesichtet haben und dann angreifen, aber ne... Ja, ich habe echt im Pro-Controller habe ich echt einen Drift drin in der linken, im linken Analogstick. Das ist nicht geil. Ist das ein Eiser? Nein, den haben wir noch nicht gescannt. Nein, ich, mit den Typen. Nein! Wenn ich mich halt draufstelle, fängt er an zu ballern. Das will ich nicht. So. Also, als ob die Piraten uns ausschalten könnten. Bitte. Hallo. Das ist ein Samus Aran. Ja, ich weiß, die kommen sicher nochmal vor, die Typen. So. An alle Einheiten umgehend Kampfstellung beziehen. Gehorsamsverweigerung bei dieser Order erfüllt den Tatbestand des Verrats. Verrat wird mit Hinrichtung geahndet. Ich will doch nur den Kollegen das kennen. Meine Fresse. Das hat jetzt viel zu viele Energiepunkte gekostet. Typus Powerbeam-Pirat. Weltraumpirat mit Powerbeam-Ausrüstung. Den Weltraumpiraten ist es gelungen, einige Waffentechniken der Tozo-Entwicklung nachzubauen. Zu diesen Techniken gehört der Powerbeam. Aufgrund von Konzeptionsmängeln ist der Powerbeam-Pirat sehr empfindlich gegenüber seinem eigenen Waffensystem. Seine Bewaffnung ist im Vergleich zu dem Original aus der Tozo-Entwicklung als minderwertig einzustufen. Dennoch ist die Kraft dieser Waffe nicht zu unterschätzen. Ja, also... Ich finde den sogar am gefährlichsten... von den vier Elementarpiraten. Einfach aufgrund der Tatsache, dass der Powerbeam an sich keine haltende Wirkung hat. Was ich damit meine, der Eisbeam friert ein. Der Wavebeam, bist du Hund, paralysiert. Der Powerbeam macht halt nur Schaden. Und das wäre ja nicht so schlimm. Ja, ich meine, klar, ein bisschen
Aufhalten tut er ihn ja schon, aber, ne? Nicht unbedingt der Rede wert. So, also. Strukturstabilität bei 42%. Signifikantes Wärmemuster entdeckt. Also dahinter ist ein Upgrade. Und damit können wir da ein Loch machen. Pulsbeam für den industriellen Einsatz. In dieser Ausführung zum Betrieb in Minen vorgesehen. Genau. Hab ich schon gesagt, dass ich die Phazon Mai nicht unbedingt mag? So. Gut. Okay. Jetzt nicht runterfallen. Jetzt habe ich hier noch was zu scannen. Das da. Industrieller Pulsbeam einsatzbereit. Automatische Auslösung aktiviert. So. Nein, nicht so. Gyro, Gyro, Gyro. Ja, merkt man, dass ich jetzt eine Zeit lang muss ich denn jetzt wieder immer wieder. Ach, wie nervig. So. Also da kommen wir durch und jetzt drehen wir das noch ein paar Mal. Das wird für die ganzen Rätsel nicht nervig oder so. Drehen, drehen, drehen. Ich glaube, so sollte eigentlich gut sein. Oder? Ja, ich glaube, es ist halt schon darauf. Genau so. Da haben wir unser Upgrade. Ich nehme heute Metroid auf. Das wird sicher Spaß machen. Es macht schon Spaß, aber mit dem Controller-Drift, der halt immer nach links will. Oh Gott, mir. Klar, ich könnte auch mit den zwei Joy-Cons spielen. Aber der Pro-Controller sitzt halt viel besser in der Hand. Weil ich ja relativ große Hände habe. Bei einer Größe. So, Missile-Container bekommen. So, seht ihr das? Und zwar kurz nach links bewegt. Also wenn ihr irgendwelche ruckartigen Bewegungen nach links seht, die weder Hand und Fuß haben, dann... Oh Gottes Willen, das ist das da, oder? Oh Gott. Uff. Lag das? Na komm. Hier können wir verdammt viel Gesundheit verdienen, deshalb bin ich gerade. Mich beim ersten Mal 5 Energy Tanks verloren, weil ich nicht aufgepasst habe. Und zurück nach oben habe ich mich auch nicht mehr getraut. Hallo? Ich mag die nicht. Ich mag die wirklich nicht. Der Powerbeam ist ja schön und gut, aber... Der macht zu wenig. Er lässt sich vielleicht schon mal flinchen und so, aber... Oh, 3 Energy Tanks verloren. Ja, ein bisschen besser. So. Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Art Turm. Das ist schon mal gut. Überall Phazon-Erz, das ist nicht gut. Dieses Hologramm zeigt die Konfiguration der Säule an. Die Säule besteht aus mehreren rotierbaren Teilabschnitten. Sie lassen sich individuell
ausrichten, um zu unterschiedlichen Bereichen gelangen zu können. Durch Drehung der Teilstücke ändert sich der Verlauf der Magnetschiene. Und das ist der Aktivator. Gut. Dann machen wir uns mal auf. Schnell? Nein. Bombe. So, mehr müssen wir jetzt erstmal nicht drehen. So. Kommt das jetzt schon oder kommt das später? Ich bin gerade ein kleines bisschen on edge. Ich weiß, dass hier relativ bald was auftaucht. Ja, komm. Und nochmal, dann kommen wir nämlich da nach oben hin. Dann müssen wir jetzt nochmal hier unten. Boah, wir sehen halt mit dem Gravity Suit, sieht der Morph mal richtig cool aus. So. Jetzt soll das nämlich so drehen, dass die rote Schiene vereint ist. Sehr schön. Jetzt können wir entlang der roten Schiene nach oben fahren. Puh, eben, also wenn die Phasen mienen mit dem Hintergedanken designt worden sind, dass sich hier die Spieler nicht unbedingt sicher oder gut oder sonst wie fühlen, haben sie das geschafft. So. Es hat ständig besteht Gefahr von diesen Weltraumpiraten mit der Chuso-Technologie. Das sollte mit Bendezium. Oder? Bendizium, ja gut, da kommen wir noch nicht ran. Also ganz nach oben geht's noch nicht. Deshalb geht's jetzt erstmal durch diese Türe, oder? Ja, da kommen wir nicht, da kommen wir nicht hin. Ja, eine Speicherstation werden wir jetzt erst einmal für längere Zeit nicht sehen. Oh ja, gib mir ein bisschen Gesundheit zurück. Da nicht ran. Aua. So kommt man auch runter. Wollte ich zwar nicht so machen, aber hey. Auch in Ordnung. Keine Gesundheit. So. Okay, es geht zur nächsten Ebene. Phason Mean Ebene 2. Der Fahrstuhl ist einsatzbereit. Also ihr seht, oben ist der Tempel. Und das ist der Einschlagskrater. Und die Piraten buddeln natürlich hier. Und wo sollten die denn sonst buddeln, wenn nicht hier? Mit radioaktivem, gefährlichem Material handeln. Es nicht nur radioaktiv ist, sondern scheinbar auch noch böse. Wenn die Chuso Glauben schenken will. So. Gut. Na, was sind wir denn jetzt? Ja, das bringt dir deinen Weltraumpiraten da um. Uns bringt es einen Missile-Container. Haben wir schon mal zwei Upgrades in einer Episode gefunden, auch nicht schlecht. Ein bisschen Gesundheit. Uff, kommt jetzt die Stelle. Na, noch nicht ganz.
Oder doch schon? Na, wir können jetzt mal scannen. Eine Nierführung mit Plasma-Artilleriekanonen befindet sich auf dem Weg nach Talon 4. Wir erhielten sie von den Verteidigungskräften von Egen, die sie in einer Lagerhalle ohne weitere Verwendungsabsichten aufbewahrten. Unsere Elite-Piraten werden die Kanonen mit Sicherheit sinnvoll einzusetzen wissen. Ja, man... Ne? Oh? Typus Elite-Pirat. Weltraumpiraten mit enormen Leistungszuwachs durch Phason. Elite-Piraten sind mächtige Gegner. Kennzeichnend sind ihre große Stärke, schwere Panzerung und umfangreiche Bewaffnung. Mit ihren Energieabsorbersystemen sind sie in der Lage, die Energie von Beamwaffen zu verwerten. Jedoch führt diese Technik zu einer Anfälligkeit gegenüber ballistischen Geschossen. Die hervorragend ausgerüsteten Elite-Piraten sind sowohl für den Nahkampf als auch für Angriffe aus weiterer Entfernung bestens gewappnet. Ihre massive Größe kann ihnen zum Nachteil werden, ebenso wie ihre Trägheit, die potenziellen Gegnern Ausweichtaktiken sowie schnelle Angriffe ermöglicht. Sind zwar Elite, aber immer noch Piraten. So, oh, Piraten. Lass mal hören. Eintrag 11.156.9. Sämtliche Bemühungen, einen möglichen Zugang zum Einschlagskrater zu finden, sind bisher gescheitert. Das ihn umgebende Abschirmfeld besteht aus einer mysteriösen Energieform und ist mit unserer Technologie nicht zu durchdringen. Selbst die Versuche, es durch einen Tunnel zu unterwandern, waren völlig vergebens. Doch die ungebrochene Notwendigkeit dieses Vorhabens wird angesichts der jüngsten Erkenntnisse umso deutlicher. Wir haben Lebenszeichen eines Wesens tief aus dem Krater aufgefangen. Die Analyse dieser Messwerte gibt Grund zur Annahme, dass dort eine gewaltige Kreatur heranwächst, die enorme Mengen von Phasern absorbiert. Ihren Bedarf scheint sie an einem Phasern-Kern zu stillen, der sich mitten im Einschlagskrater befinden muss. Diese Beobachtung macht den Zugang zum Krater für uns unverzichtbar. Durch ihn erhalten wir nicht nur Zugriff auf gigantische Phasern-Vorkommen. Er führt uns auch zu dieser interessanten Kreatur, die unserer gesamten Forschung bedeutende Erkenntnisse liefern dürfte. Tja, ich habe das Gefühl, würden sie an die Kreatur herankommen? Würden sie einfach die Kreatur freilassen. So, was haben wir denn da noch für Infos? Eintrag 10.023.7. Anlässlich des Falls von Sebes gibt die Sicherheitsabteilung des Kommandos eine allgemeine Alarmmeldung heraus. Sie bezieht sich auf die Lebensform Samus Aran, die auch als Jäger bekannt ist. Das Objekt ist schwer bewaffnet und als extrem gefährlich einzustufen. Es verwendet im Kampf einen gepanzerten Spezialanzug. Hinzu kommen eine Reihe effizienter Strahlen und ballistischer Sprengwaffen. Alle Kampfeinheiten wurden angewiesen, Aran bei Sichtkontakt sofort auszuschalten. Nach Möglichkeit in einer Weise, die uns eine Bergung des Spezialanzugs und der Waffentechnik erlaubt. Eine beträchtliche Belohnung geht an die Einheit, die Aran an das Kommando ausliefert. Ob tot oder lebendig, spielt dabei keine Rolle. Ja, das sind aber ein Haufen Träumer, ne? Kraftfeld aktiv. Okay. Müssen wir den jetzt bekämpfen? War das jetzt schon? 18 Minuten, ja, dann machen wir halt ein bisschen länger. So, also was haben wir gelernt? Der Kollege, ja, den haben wir schon gescannt. Der ist gegenüber ballistischen... Aua! Hoppla! Waffensystemen. Warum benutze ich eigentlich nicht Missiles? Kann mir das einer sagen? Eigentlich könnte ich auch Super-Missiles benutzen. Oh, ich habe seine Kanone kaputt gemacht. Und ihn? Okay, ja, das nehmen wir als Erfolg wahr. Hat auch nicht so viel Energie gekostet. Ja, so viel zu... Elite-Pirat. Auf jeden Fall, ich stelle mich mal hier hin. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Und gucken,
was denn sonst noch in diesen Phazon-Minen lauert. Es kann sich ja nicht nur um Weltraumpiraten handeln, ne? Also vielen Dank fürs Zugucken und bis dahin, haltet die Ohren steif.